Guck mal, wie schnell hier die Itter fließt. Guck mal, hier schon vor der Tür schon alles überflutet. Oder auf der Straße hier. Also sogar hier vor der Straße hier alles voll, voller Wasser. Hört ihr das? Guck mal, wie viel Wasser. Und hier sogar vor der Tür, wo ein Fahrrad steht. Alles. So, ein paar Stunden später, unsere schöne Itter. Aber das wird schon, das ist wie ein, hier ein Strom. Wenn die über die Ufer geht, ne, hier. Das ist die Itter. So, hier sind wir am Nove Messeplatz. Also so viel hat die jetzt auch nicht hier. Die Äste sind schon im Wasser. Das ist jetzt vielleicht so ein guter Meter noch. Und dann geht sie schon über die Ufer hier. Hier, das ist so in der Nähe vom Markt. Hier ist das ja, vielleicht ein halber Meter, dann kommt das hier rauf. Ist nicht mehr viel, das sind halber Meter noch. Hier sind wir am Stadtpark. Alles bis da hinten überflutet. Das ist jetzt hier Richtung vom Stadtpark Finanzamt runter. Ich bin hier im Stadtpark. Und man sieht hier, wie das Wasser von der einen Seite zu der anderen Seite. Da ist auch eine riesen Pfütze. Warte, ich zoome mal ein bisschen. Das läuft jetzt von der einen Seite bis zum Teich.
Das ist jetzt hier Richtung vom Stadtpark Finanzamt runter. Ich bin hier im Stadtpark und man sieht hier, wie das Wasser von der einen Seite zu der anderen Seite. Da ist auch eine riesen Pfütze. Warte, ich zoome mal ein bisschen. Das läuft jetzt von der einen Seite bis zum Teich. Also hier ist nicht mehr viel, das steht schon hier an. Die sagten, dass die Schleuse aufgemacht haben von Karlstadt, dieses Becken, aber schon um 7 Uhr, also vor 1,5 Stunden. Und jetzt ist das jetzt nicht mehr viel, das ist jetzt noch 30 cm, danach hier wird schon evakuiert. So, ich habe hier für eine Familie 4 Säcke gebracht. Das ist hier am Markt. Leute, alles überschwemmt. Ich habe noch rechtzeitig 4 Säcke gebracht. Ich muss jetzt noch welche holen. Aber man kommt nicht durch. Ist alles voller Wasser hier. Schaut. Alles voll. Jawohl. Na gut, dass ich jetzt zu Fuß unterwegs bin. Ja. Sehr schön. Guck mal, ich brauche doch gar nicht mehr zum Meer zu fahren. Hier habe ich doch schon das Meer. Klasse. Ja, jetzt muss ich weiter Säcke vorbereiten. Ich bin jetzt gerade immer am Spielplatz und mache mit der Schaufel hier Säcke voll, damit das ganze Wasser nicht reinkommt. Aber ich habe keine Säcke mehr. Ich habe jetzt gelbe Säcke oder Altkleidersäcke. Am besten ist so Stoffsäcke. Hallo Maria. Hier, ich bin hier Schwanenstraße. Hallo. Ein Sack hier, 2 Säcke da. Wir kommen sehr nah los, bitte. Sind wir Guyenia hier? Hier links. Muss er weitermachen. So, Maria. So, Maria. So, Ecken. 2 Säcke. Hier so 2 Säcke. Jetzt muss ich mal zur anderen Familie darüber. Da hier links rum dann. Ne? Ich habe jetzt hier meinen letzten Sack. Das klingt auch wieder gut. Befüll den mit Sand. Also wer noch Säcke hat, bringt die Säcke her. Innenstadt ist voll. Hier hört man das nur noch an der Eta. Die Helden, danke, dass ihr mir geholfen habt hier. Mit den ganzen Säcken hier. Habt ihr toll gemacht. Schwanenstraße abgesichert. Sehr gut. So, ne? Halt das fest. Ja, halt, halt.